Herzlich willkommen, liebe Zuseherinnen und Zuseher, zu dieser ersten Ausgabe von Linz Mobil zeigt auf. Diese Sendung soll einmal im Monat erscheinen und soll über Positives als auch Negatives über Linz und rund um die Stadt Linz berichten. Als erstes Thema haben wir uns das Thema die Eisenbahnbrücke ausgesucht. Ein kurzer Bericht über die Zukunft der alten Dame. Die Eisenbahnbrücke in Linz. Mittlerweile ein Wahrzeichen der Stadt und wichtige Verbindung der Stadtteile Urfa und Linz. Öffentlicher Verkehr, Radfahrer, Fußgänger und Autos nutzen sie gleichermaßen. Neben den beiden anderen Brücken, wie der Nibelungenbrücke flussaufwärts und der Vöstbrücke flussabwärts, spielt sie mit 20.000 Fahrzeugen pro Tag eine ebenbürtige, wichtige Rolle. Leider nagt jedoch aufgrund der Salzstreuung in den vergangenen Wintern der Rost an der Brücke. Überall sieht man die Stellen, die der Brücke über Jahre hinweg ordentlich zugesetzt haben. Zwischen 1897 und 1900 wurde die Brücke damals um 1,2 Millionen Kronen erbaut und am 14. November 1900 feierlich eröffnet. Die genietete Eisenkonstruktion gilt als Besonderheit und ist in Österreich noch kaum anzutreffen. Der Denkmalschutz wurde 2013 aufgrund des schlechten Zustands der Brücke und den mit einer notwendigen Sanierung einhergehenden hohen Kosten wieder aufgehoben. Was genau die Zukunft bringt, ist noch nicht ganz klar, aber es wird zu aller Wahrscheinlichkeit eine neue Brücke kommen, die wie diese Solitärbrücke auf der Computergrafik aussehen könnte. Dieses Projekt wäre mit rund 57 Millionen Euro das günstigste. Weitere Projekte wären noch die Sanierung der alten Brücke und der Zubau einer Trogbrücke oder Spannbetonbrücke gewesen. Bei einer Sanierung hätten alle rot eingefärbten Teile, wie hier in dieser Grafik ersichtlich, saniert werden müssen. Dieser Aufwand wäre auf rund 90 bis 98 Millionen Euro gekommen. Auch wenn in naher Zukunft eine neue Brücke kommen soll. In guter Erinnerung wird sie uns auf alle Fälle bleiben, die alte Dame. Herzlichen Dank fürs Zusehen bei der ersten Ausgabe von Linz Mobil zeigt auf. Ich hoffe, Ihnen hat der Beitrag gefallen. Ich würde mich freuen, Sie euch nächstes Monat wieder begrüßen zu dürfen. Da machen wir dann einen Streifzug durch den Botanischen Garten in Linz. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Linz Mobil zeigt auf.